Start Nummer 6. Hier ist für euch Hyperbel! So, Kabel Nummer 3. Ah, danke schön. Ob ihr wirklich richtig steckt? So. Entschuldigung. Ja, hallo. Ich bin die Letzte des Abends. Mach Kabarett und werde euch jetzt was über die Energiewende erzählen. Ich dachte mir, dass das Ekstase bei euch auslöst. Ah, nee, das ist jetzt ein bisschen gezwungen, oder? Aber ich dachte mir, ich verpacke das ein bisschen netter für euch. Ich habe nämlich angefangen, so ein paar Lieder zusammenzustellen, so ein kleines Medley. Und habe gemerkt, die fallen alle in so eine Musikrichtung, nämlich in die neue deutsche Welle. Und deswegen gibt es jetzt von mir für euch die neue deutsche Energiewelle. Weil das Ganze, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ging 2005 los, wo unser scheidender Bundeskanzler sang: Der Gerd fährt wieder 210 und sagt er auf Wiedersehen, er gibt Gas. Bei Gazprom gibt er Gas. Und kurze Zeit später war es dann soweit, da ist dann diese Pipeline eröffnet worden zwischen Deutschland und Russland. Das ist ja auch die, die sie uns jetzt eventuell abklemmen wollen. Von Russland wird Gas abgezweigt. Doch was tun wir, wenn die Pipeline streikt? Wir singen Pippeline, Pippeline, was ist los mit dir? Kalt bleibt die 5 Minuten Terrine und warm das Bier. Denn dann wurde es Zeit für erneuerbare Energien. Da haben auch die Solarzellen gerade extrem geboomt und das flaut jetzt alles wieder so ein bisschen ab. Und manch einer ist da schon ein bisschen verärgert. Als Förderungen flossen, habe ich das sehr genossen. Die Zeiten sind verflossen, das macht mich so verdrossen. Da hilft nur eins, Genossen: Solarzellen aus China, sind die nicht prima? Sind gut fürs Klima. Nur billig Konkurrenz aus China ist schlecht fürs deutsche Wirtschaftsklima. Dann vielleicht lieber solarthermische Anlagen? Die sind nicht ganz so teuer. Ich möchte eine Heiztherm haben, am besten Solar. Dann müsste ich nicht mehr frieren, alles wäre so warm. Heiztherme macht warme Beine. Aber das Problem mit der Sonne, sie scheint nicht immer. Oh, liebe Sonne, lass uns nicht allein, sonst schalten wir die Kernkraftwerke wieder ein und verstrahlen den Sternenhimmel, 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 oh. Wir verstrahlen den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel. Mit? Mit Uran, na 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 na, mit Uran. Da haben wir uns was eingebrockt mit den Kernkraftwerken, oder? Nicht erst seit Fukushima müssen wir uns um den Müll kümmern und jeden Tag, damals war es noch der Peter Altmaier, jetzt ist es wahrscheinlich der Sigmar Gabriel, der jeden Tag zu Angela Merkel geht und singt. Gib mir die Hand, ich suche ein Endlager im Land. Da lacht die Merkel, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Ehrlichkeit. Da lachen beide, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber dann ist es endlich soweit. Dann rollen sie wieder, die Castor-Transporte. Und wir kriegen ein schönes Stück deutsches Kulturgut zurück. Die Castor-Transporte. Hoch auf dem Castorwagen sitz ich beim Schaffner vorn. Vorn tun sie Leute wegtragen, lustig schmettert's Martins Horn. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu fröhlich, oder? Vielleicht lieber was in Moll, so. Castor, Castor, Castor,
Stille steht, drei Tage nur zu spät, nicht schlecht für die Bahn. Ich werde hier auch schon ganz angestrahlt. Castor, sei nächstes Jahr auch dabei, beim Spiel mit der Polizei. Frühbucher Rabatt. Wir singen he, he, hebe die Gegner weg. Ja, 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 trag, trag, trag sie davon. Denn wer mit Schott, Schott, Schott an den Zug entgleist, ist doch hohl, Brüder, he, Brüder, hohl. Hoi, hoi, hoi. Castor, Castor, deine Ladung ist zu heiß. Komm, wir ketten uns ans Gleis. Ho, 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 ho. Hey, Castor, Castor, Lobby interessiert das nicht. Zieht Regierung übern Tisch. Ha, 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 ha. Hey, Castor, Castor, tanze mit der Polizei. Kase, Jock und Ringelrei. Ho, 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 ho. Hey, Castor, Castor, fasst euch alle bei der Hand. Strahlen für das deutsche Land. Ha, 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 ha. Hey, aber das Gute war ja an dieser Atomkraft, man konnte so den Hahn aufdrehen und wieder zudrehen, wenn man sie gebraucht hat. Das ist bei den regenerativen Energien immer nicht so ganz möglich, bis auf eine Ausnahme. Aber die hat auch einen Nachteil. Was ist los mit mir, mein Schatz? Aha. Es riecht nicht gut bei mir, mein Schatz. Aha. Du riechst nicht dich, du riechst nicht mich. Du riechst nicht dich, du riechst nicht mich. Du riechst Biogas. Eine Energieart haben wir noch vergessen. Die Windkraft. Aber auch mit der gibt's ein kleines Problem. Hoch an der Nordseeküste, weit vor den Mauern unserer Stadt, steht eine Windkraftanlage, die noch keiner angeschlossen hat. Hey, 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 wir wollen eine Leitung. Hey, 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 vom Offshore-Park in die Stadt. Hey, 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 nur nicht an meiner Haustür vorbei, denn sonst drehe ich ab. Oh, oh, oh. Ja, sonst dreh ich ab. Gründlich durchgecheckt, stehen sie da und produzieren Strom. Alles klar, Experten streiten sich um Anschlusskosten, wie viel kann man noch das Volk belasten, denn der Strompreis steigt. Und warum? Weil man Industrie von Umlagen befreite, Aluminiumwerke gehen sonst pleite, doch Golfplätze und Schlachthof werden auch gepäppelt. Ich hab das Gefühl, wir werden veräppelt, denn das Windrad, der Strompreis steigt. Und das Windrad dreht sich. Es dreht sich weiter, völlig losgelöst von dem Stromnetz, dreht das Windrad völlig ungenutzt. Denn wir können Strom nicht gut speichern oder transportieren, wird ja schon reichen. Mir geht auf ein Licht, ein Einfall, den kennt ihr noch nicht. Nutzt den Strom zur Windproduktion. Aus dem Windrad wird ein Ventilator, der pustet Wolken weg für Solarstrom. Damit wird noch mehr Wind generiert für noch mehr Sonnenschein. Habt ihr es kapiert? Strom, das ist kein Scherz. Und dann, wenn sich wirklich jedes noch so kleine Windrad, jeder noch so kleine Propeller dreht, dann ist es endlich soweit. Dann heben wir ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Deutschland endlich beschwerdelos. Ich bin ja Hyperbell
Nicht Hyperbel. Ich weiß schon, warum du dich geschnitten hast. Die kleinen Sünden, ne? Und das schreibt sich eigentlich wie, ja, wie eine geometrische Form, der, ja, wie die Kurve eigentlich. Allerdings mit einem thüringischen Ü, weil ich komme eigentlich von Thüringen und ein thüringisches Ü, das spricht man ganz einfach so aus, unter Giefer vor und los geht's. Oh, die Sachsen, ich könnte es auch. Und, ja, aber vergiss nicht, den Unterkiefer wieder zurückzumachen, sonst bringt das bleibende Schäden. Ja, und ich habe jetzt lange in Baden-Württemberg gewohnt, bei den Schwaben, 12 Jahre lang. Und bin jetzt zwangsumgesiedelt worden nach Bayern. Deswegen fühle ich mich ja auch echt so, so wohl in Ulm. Da kann man zwar nach Bayern rüberschauen, ist aber nicht so richtig dort. Die haben auch versucht, mich zu integrieren. Ich wohne jetzt in München tatsächlich zwischen der Ostpreußenstraße und Platz der Deutschen Einheit. Integration in Bayern. Aber ich habe jetzt auch die Auflage bekommen, wenigstens einmal im Programm einen Jodler einzubauen. Ansonsten muss ich Maut zahlen, wenn ich wieder zurück will. Und ich habe als Anlass für diesen Jodler eigentlich etwas Cooles gefunden. Ein Fundstück. Ihr kennt doch diese Zigarettenschachtelwarnungen, oder? So Rauchen tötet, Tauchen in der Schwangerschaft hebt den Meeresspiegel. Oder... Oder wenn man dann ins Ausland geht, Roken ist dodelig. Ist das nicht niedlich? Das liegt doch wie so ein Jodler, oder? Dodelig, der Jodelig, dodelig, der Jodelig, dodelig, der Jodelig, dodelig, hey do. Und ich dachte mir, das passt doch auch so richtig. So, klatscht da schon einer mit? Oh Gott. Das passt doch so richtig super in die Hitparade der Volksmusik rein, oder? Die haben auch immer so richtig schreckliche Themen. Er hat mich verlassen, das Leben ist schlecht. Und ich habe mir ein richtig schlimm tödliches Thema ausgesucht. Der Weltuntergang, der findet ja immer mal wieder statt. Ihr habt den offensichtlich alle überlebt, den von 2012. Ja, die einen mehr, die einen weniger. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal den Weltuntergang, wie in die Hitparade der Volksmusik machen würde. Den Dodelig-Jodler. Aber, liebes Mutantenstadel, die Maya sind kein Bienenvolk und das jüngste Gericht ist nicht von Johann Lafer. Ja, ich muss noch mein Volksmusikgesicht dazu aufsetzen. Jetzt, darüber lacht ihr. Ich spiele mal hier den Wolf mit Energiewende informieren, aber... Na gut. Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, heido. Lasst uns das Buffet ermampfen, gleich, da werden wir verdampfen. Ja, wir müssen uns schon sputen, ich beginne zu verbluten. Ach, was wird das für eine Freude, plotzen unsere Eingeweide. Hattest du auch Dreck am Stecken, komm, wir wollen zusammen verrecken. Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, heido. Komm, wir fackeln gar nicht lang, gleich ist der Weltuntergang. Legen wir die Welt in Scherben, es gibt eh nichts mehr zu erben. Frauen, sucht euch Männer jung, gleich ist Götterdämmerung. Männer, greift ruhig an die Möpse, gleich ist eh Apokalypse. Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, der Jodelig, Dodelig, heido. Trü, du, rutto, je, holladadidi, holladadidi. Trü, du, rutto, je, holladadidi, heido. Ich habe mein Jodelsoll noch nicht erfüllt. Ich muss kurz nochmal. Das ist ein magischer Hut. Wenn man den auf den Kopf setzt, dann sagt er nicht Gryffindor, sondern...
Ha, ich habe ein Tafelwasser dabei, in der Flasche. Ich habe gehört, da steckt auch Energie drin. Ich bin schon gefilzt worden auf dem Weg hierher. Terroristische Einheit. So, es wird Zeit für mein Abschiedslied. Und das habe ich geschrieben, weil ich immer irgendwie was suche, um elegant von der Bühne zu kommen. Und ja, hier gehen sie auch schon in den ersten Reihen. Ich weiß, es ist spät, ich muss morgen früh auch arbeiten und ich muss dafür noch nach München fahren. Und deswegen jetzt ein kleines Lied für euch auf euren Heimweg. Drum sage ich euch auf Wiedersehen. Dieser Abend mit euch war wunderschön. Mein kleines Programm ist nun aus. Ich hoffe, ihr kommt alle gut nach Haus. Denn leider ist es Zeit für mich zu gehen. Drum sag ich euch auf Wiedersehen. Drum sag ich euch auf Wiedersehen. So langsam ist es wirklich Zeit für mich zu gehen. Normalerweise liege ich jetzt im Bett. Na gut, ich spiele noch eins für euch, ihr seid ja nett. Danach aber muss ich wirklich gehen. Drum sag ich euch auf Wiedersehen. Ich sag auf Wiedersehen und au revoir. Ich habe heute Abend nichts mehr Besseres vor. Ich meine, ich schau euch an, ihr schaut zurück und strahlt. Vermutlich denkt ihr euch auch nur, ich hab gezahlt. Ich hoffe, euch blutet nicht das Ohr. Ich sag auf Wiedersehen und au revoir. Ich sag auf Wiedersehen, ich sag macht's gut. So langsam fällt mein Zuckerspiegel im Blut. Wenn wir uns schon weiter quälen, können wir uns wenigstens eine Pizza herbestellen. Mit Sardellen und Schinken wäre gut. Ich sag auf Wiedersehen, ich sag macht's gut. Ich sag auf Wiedersehen, ich sag adios. Wo sind hier eigentlich die Damenklos? Wenn mein Lied hier noch lang wird, bekommt feuchtfröhlich einen neuen Stellenwert. Dann ist das Malheur hier aber groß. Ich sag auf Wiedersehen, ich sag adios. Du, 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 du. Ich bin da noch gar nicht fertig. Ja, 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 ihr habt ja gezahlt, ich weiß, in Schwaben. Du, 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 du. Klatscht ihr aus Höflichkeit oder hört ihr echt noch zu? Nur so als kleiner Test, sagt mal alle hey. Hey. Okay, ihr hört noch zu, so wie ich das sehe. Nur zur Sicherheit, sagt mal alle ho. Du, 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 du. Sag auf Wiedersehen, ich sag leb wohl. Meine Familie sucht mich schon bei Interpol. Ich hoffe, dass sie das tut, weil sie mich vermisst. Und nicht denkt, ich hab mich mit dem Tafelsilber verpisst. In die Karibik, wo ich mich erhol. Ich sag auf Wiedersehen, ich sag leb wohl. Sag auf Wiedersehen. Ich sag goodbye, leg diesen Saal ein Archäologe einmal frei. Findet er die Situation vor die bizarre? 600 Skelette und den Rest einer Gitarre. Die haben sich totgelacht, denkt er sich dabei.
Ich sag auf Wiedersehen, ich sag goodbye. Ich sag auf Wiedersehen, ich sage Tschüss. Wenn ihr den Herrgott seht, sagt, dass ich ihn grüß. Und dass ihr die Vorhut seid, die er da sieht. Und dass ich auch gleich komm nach meinem letzten Lied. Für das ich hier immer noch weiter spielen müsst. Ich sag auf Wiedersehen, ich sage Tschüss. Ciao. Draußen seh ich schon das Morgengrau. Wenn wir uns die Zeit noch mehr vertreiben, könnt ihr ja eigentlich auch gleich zum Putzen bleiben. Bleibt einfach sitzen für die Morgen.